war Johannes Thiemann von Alba Berlin. Johannes, kannst du uns hören? Ich höre euch. Sehr schön. Sind wir mal gespannt, was du denn sagst zu dieser, wie wir sie genannt haben, Hammergruppe. Deutschland mit Finnland, Australien und Japan. Wie fällt da die Reaktion aus? Ja, also ich habe ja gerade schon ein bisschen zugehört und ich kann mich da Daniel nur anschließen. Ist natürlich eine sehr taffe Gruppe, aber wie schon bei der Europameisterschaft jetzt, kann das auch ein Vorteil sein, einfach, dass man direkt im Rhythmus ist, direkt gegen die taffen Gegner schon am Anfang Rhythmus aufbaut. Und das kann einem dann, wenn man die Gruppe übersteht, natürlich einen Push für die K.O.-Runde geben. Wie sieht vielleicht so die gemeinsame Vorbereitung aus von Joe Thiemann und Daniel Theiss? Viele Telefonate in den nächsten Monaten? ich glaube eher nicht. Also ich habe ja jetzt gerade noch Saison. Natürlich wird man sich dann, wenn es dann Richtung Nationalmannschaft geht, sich halt mal kurz schließen. Aber ich glaube, jetzt ist gerade noch Saison angesagt und danach ein bisschen Urlaub und dann geht es ja auch schon wieder zur Nationalmannschaft. Dann geht es wieder zur Nationalmannschaft. Morgen seid ihr im Einsatz gegen Ratio Farm Ulm, mögliches Playoff-Duell in der Easy Credit BBL. Daniel, vielleicht noch kurz eine Einschätzung. Klappt es für Joe Thiemann und Alba Berlin in Deutschland dieses Jahr wieder, die Meisterschaft zu holen? Also ich bin ja ein bisschen Zwiegespalten jetzt. Ich bin ja, dadurch, dass Elias jetzt bei Bayern spielt, muss ich schon da ein bisschen in die Richtung, weil Elias mein bester Freund ist. Aber ich meine, Alba hat die letzten Jahre jetzt dementsprechend dominiert, haben wahrscheinlich nach dem nicht gewonnenen Pokal was gut zu machen. Und deswegen denke ich, wie Johannes gesagt hat, ich meine, die haben jetzt noch eine längere Saison, die Playoffs haben nicht mal angefangen. Und natürlich hoffe ich, dass alle von den deutschen Nationalspielern oder Alba und Bayern am Ende im Finale stehen und dass sie dann alle fit bleiben und sich schön noch ausruhen und dann, wenn es losgeht für uns als Nationalspieler, Nationalmannschaft, dann sind wir alle wieder Freunde, sind wir ein Team und dann können wir ein gemeinsames Ziel oder dann greifen wir da an. Sehr schön. Dann würde ich mich an der Stelle von Daniel Theiss schon mal verabschieden. Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, so früh bei dir drüben in Indiana. Alles Gute für die nächsten Monate, dass du topfit zu dieser schwierigen WM kommst. Danke, Daniel. Also danke euch. Bis dann. Ciao. Ja, Joe, machen wir vielleicht mit dir noch mal kurz weiter. Hast du schon Kontakt gehabt zu deinen Alba-Jungs, Maudolo und Co.? Was haben die gesagt zur Gruppe? Ich habe noch keinen Kontakt, das ist ja jetzt gerade direkt die Auslosung gewesen, also konnte ich jetzt noch nicht mit denen quatschen. Hätte ja sein können, dass ihr alle am gleichen Ort seid oder so. Nee, also tatsächlich treffe ich Mordo wahrscheinlich gleich, deswegen kann ich gleich mit ihm drüber sprechen, aber habe es bis jetzt noch nicht getan. Ja, dann sind wir gespannt, was Mordo Lode als Reaktion bringt. Nochmal ganz kurz bei dir, der Fahrplan, du hattest gesagt, du steckst ja jetzt wirklich noch mitten in der Saison, die Playoffs stehen an. Du hast gesagt, dann erstmal Urlaub und ab wann ist dann volle Konzentration auf diese Weltmeisterschaft? Ja, es ist schwierig. Also natürlich, sobald die Saison vorbei ist, versucht man erstmal, sich von den letzten Monaten zu erholen. Man muss natürlich aber auch das Gleichgewicht finden, nicht unfit zu werden und eben auch fit zur Nationalmannschaft gehen zu können. Also ich denke, zwei, drei Wochen Urlaub sollten auf jeden Fall drin sein. Und dann wird wieder mit Krafttraining angefangen und ein paar Einheiten in der Halle. So dass man dann halt hinten raus die Intensität immer ein bisschen steigert und dann wieder ein gutes Level hat, wenn man zur Nazi geht. Ja, wie ist denn das eigentlich bei dir? Wir hatten eben von Daniel Theiss gehört, er hat sich Japan tatsächlich gewünscht als Gruppenort der deutschen Mannschaft. Der Bundestrainer hatte sich eher die Philippinen gewünscht. Bist du happy mit Japan, dass du das Land sehen kannst? Da waren wir jetzt schon zweimal. Also kurz vor der Weltmeisterschaft und Olympia. Aber so richtig das Land sehen konnte man zu der Zeit nicht. Deswegen freue ich mich schon auch, ein bisschen mehr Zeit da zu verbringen. Ich glaube, meine Frau wird wahrscheinlich auch mitreisen. Und die ist schon richtig hyped, dass es in Japan ist. Also für sie ist es der Jackpot. Aber für uns, natürlich, die Gruppe ist tough. Aber ich glaube, es ist ein cooler Standort.